Meine Lieben, ich habe gestern nicht gefilmt. Es kamen auch 3 Tage lang keine Videos. Und ja, wieso, weshalb, warum? Das erzähle ich euch jetzt ganz schnell. Und zwar, die meisten wissen ja, dass wir immer mal wieder hier Geister gesehen haben. Ich persönlich habe nie etwas richtig gesehen, aber meine Kinder zum Teil haben hingedeutet, dass da etwas ist. Bei Kindern muss man sehr aufpassen, weil die auch kleine Schatten schon gruselig finden. Und ja, deshalb ja, war es manchmal seltsam, aber ja, richtige Beweise hat man nicht. Dann habt ihr ja mitbekommen, dass die Claudia auch hier war und kurz bevor sie weggeflogen ist, stand sie hier, hat in den Flur, in den Spiegel geguckt und hat gesehen, wie hat einen Geist gesehen. Er hat eine ältere Dame im Spiegel gesehen, die bei uns ins Schlafzimmer gegangen ist. Ja, diese alte Dame war wirklich nicht da. Also sie hat zum allerersten Mal in ihrem ganzen Leben etwas derartiges gesehen. Ja, das war auch ganz kurz. Und dann ist sie, ich glaube, 2 Tage später geflogen. Als ich bei ihr jetzt war in Los Angeles, haben wir auch gar nicht darüber geredet, weil es war gar nicht so ein Thema und irgendwie, ich glaube, keiner erinnert sich gerne an sowas und was es genau war, wissen wir nicht. Und nach der Zeit war ich irgendwann mal mit Helen oben alleine und sie war im Badezimmer und dann sagt sie so zu mir, Mama, gehört das Haus uns? Ich so, nein, das gehört der Oma. Und ich dachte halt an Oma Johanna. Sie so, ah, welche Oma, die im Spiegel ist? Okay. Das war wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, yeah, ich will ausziehen. Nun gut, okay. Ich hatte trotzdem irgendwie nicht so die Angst. Und jetzt war ich ja in Kalifornien gewesen. Der Edi war mit den Kindern alleine und meinte auch, dass die Sally zweimal zu ihm gekommen ist und meinte so, ja, da ist jemand, der guckt sie an. Ich so, oh Mann, ey. Okay, wieder vorbei, alles okay. Und vor 2 Tagen ging mir das irgendwie nicht so aus dem Kopf. Weil ich so, wir wollen immer ausziehen, andere ziehen 10-mal im Jahr um und wir wollen in 10 Jahren einmal umziehen und es klappt nicht. Es wird, also in 10 Jahren haben wir nicht mal geschafft, einmal hier umzuziehen. Dann war der Gianni neben mir, das war nachts, das war vorgestern, deshalb habe ich gestern nicht gedreht, also der Tag, ich war so unausgeschlafen. Er hat mit etwas in der Hand gespielt und so nach 10 Minuten lässt er das plötzlich fallen, kuschelt sich an mich und sagt, ich habe Angst, da ist was. Und gerade in diesem Augenblick habe ich auch irgendwie so das Gefühl gehabt, ich fühlte mich so unwohl plötzlich und dann kam das. Ich habe das aufgenommen. Ich spiele es euch gleich ab. Und ja, also am liebsten würde ich hier sofort ausziehen. Habe dann auch mal wieder gleich nach Häusern geguckt. Ein Haus gibt es hier in Kromstadt. Das sind 220 Quadratmeter. Wohnfläche 5 Zimmer, 700 noch was Quadratmeter Grundstück, also Garten, an eine Familie mit maximal ein Kind zu vermieten. Am liebsten an ein Pärchen ohne Kinder, die die Größe der Räume zu schätzen wissen. Yeah, also wieder so viel dazu, dass es so easy ist, mit Kindern umzuziehen. Ist es einfach nicht. Und ja, heute geht es mir ganz gut. Ich bin mit meiner Freundin ein bisschen spazieren gegangen, mit ihrer kleinen Tochter. Die hat geschlafen und das Wetter ist wunderschön. Ich werde jetzt meine Kinder abholen und gehe mit denen auf den Spielplatz oder sowas. Ich muss mir aber auch überlegen, wegen einer anderen Kamera, die ist hier so groß, dass ich sie unterwegs sehr schlecht in der Hand halten kann und somit nehme ich sehr viele Szenen gar nicht auf. Und die Legra, die wir haben, die hat so eine seltsame Qualität, dass wenn ich die Videos dann zusammenschneide, sind die so matt und grau. Also ich nehme doch die Kamera mit, weil ja, sonst habe ich keine Szenen. Wir holen jetzt mal schnell die Kinder ab. Ich bin sowas von daneben. Ich weiß nicht warum.
Okay, also Haustürschlüssel habe ich dabei. Autoschlüssel brauche ich nicht. Den habt ihr ID. Mein Handy. Video ist eingestellt. Schuhe. Schlüssel habe ich ja, ne? Ja. Ich hoffe, es ist nicht so kalt, weil ich habe die Hose an mit den Löchern. Edi hat mein Auto mitgenommen, weil seins repariert wird. Soll ich Kinderwagen mitnehmen? Ja. Der liegt da. Noch eine Decke dazu. Hey, Gianni ist abgeholt. Hallo, Gianni. Hi. Hey, Schatzi. Hey, und? Sag mal. Hi. Wow, ein Bus. Sag mal hallo, John. Hallo. Also, John ist abgeholt. Jetzt gucken wir, ob die Isel schon da ist. Und dann gehen wir wieder die Zellen holen. So, jetzt sind wir alle zu Hause. Wir waren auch bei uns im Ort, waren Bauern und haben etwas Gemüse geholt. Und der hat uns auch die Bananen alle geschenkt. Chiquita-Bananen. Weil die so aussahen und ich so, gar kein Problem, wir haben einen Mixer, da hat er uns immer mehr und mehr reingemacht. Ich glaube, das ist locker ein halbes Kilo Bananen. Was? Aua. Super. Ja, warte. Danke. Danke, Dani. Ici, was machst du jetzt? Mama, nee, warte mal. Darf man das mit Händen essen? Ne? Ja, du darfst nicht mit Händen essen. Dann macht es jemand, darf aber nichts. Falsch. Kann ich gut machen? Ja. Das ist gut. Hä? Sollst du dir das pusten? Der Löffel ist zu groß. Das ist es. Ich will das essen. Warte, muss man nicht waschen. Ja. Du warte, muss man nicht waschen. Also ich mache das nicht so ähnlich, das Wasser. Mama? Ja? Ich hab da gelassen. Aha. Der Nick hat eine Tomate. Mama, ich liebe Tomate. Ich auch. Ich auch. Hast du? Ich hab eine viele Tomate. So, ich hab einen riesen Hunger. Deshalb mache ich das, was ich vor ein paar Tagen machen wollte. Mit diesen Pesto. Ich habe es ja doch nicht gemacht, weil wir genug hatten. Und nun werde ich meinen Hunger stillen, weil ich habe so ein riesen Verlangen, irgendwas zu essen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, eine Woche lang zu fasten. Wohin? Hier ist sehr heiß. Selin, Schatz, hier ist es ziemlich heiß. Ich habe nur Tomaten. Das ist Meersalz. Das ist Meersalz. Ich fühle mich betrogen. Das Ganze sieht nur aus wie eine normale Pasta, aber schmeckt nicht so. Selim, willst du mal probieren? Pass auf, der Herz ist halt. Was siehst du hier so? Das hier. Das hier so. Herd ist heiß, geh weg da. Hast du bei deinen Eltern geguckt? Gab es ja keine. Ich gewinne riesen Prinzessin Neumann mit echtem Diamanten. Lehrer beantwortet.
Ich habe das da gekauft, das sind drei Bananen. Die Bananen schmecken so lecker. Ich habe das jetzt mit weniger Lacke. Ich weiß, dass es so viel Lacke drin ist. Jedenfalls, Helly, gibst du mir bitte? Kommen wir zu den neuesten Nachrichten von Leitenmus TV. Die Nextreiter haben den Vorzeigeritter Clay in den Urlaub geschickt. Eine kleine Pause tut schließlich jedem mal gut. Ich glaube, ihr kennt diese Bananen hier, die hier. Es gibt hier eigentlich nur eine, aber ich hatte jetzt hier drei drin. Freue mich, der Chat hätte sie jetzt alle aufgegessen. Zum Glück ist sie nicht da. Ich will Banane auf der Banane noch haben. Gianni, sind die lecker? Ich habe Pancakes gemacht, aber glutenfrei. Nein, Schatz, du kriegst die Nudeln, ja? Die waren doch lecker, oder? Köstlich. Guck mal, wie der Gianni die weghaut hier. Gianni? Was? Gianni, Mama liebt dich, ja? Ja. Okay. Gianni, sind die lecker? Meint ihr? Ja. Verbrannt, oder? Nö, da ist nichts verbrannt. Ich kann dir sofort einen neuen Teller geben. Mama. Ja, Schatz? Ich nicht auch. Willst du einen anderen? Ja. Ach so, du kriegst es nicht. Schnitten? Ja. Bist du satt? Ja, da. Ja, die sättigen auch richtig. Nein, auch Apfel. Apfel. Mama? Ja? Bin ich auf. Bin ich auf. Das? Ja. Was willst du denn mit der Petersilie? Essen. Essen? Ja, Haken. Mama. Ja. Das? Ja. Ja, sowas ähnliches, genau. Darf ich das machen? Aber das macht ja nicht kalt, mein Schatz. Was macht das dann? Das ist, wenn du Eis reinmachst. Das ist was anderes. So. Damit ist was anderes gemeint, Schatz. Eis, Mama! So, was ist das jetzt? Eis. Bananenshake. Bananenmilchshake? Ja. Eis, Mama! 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 Zu wenig Welt. Oh, ja, lecker! Mama! Mama! Probier mal, Jan. Ich will Eis! Voll lecker! Mama! Mmm, me too!
redet davon. Echt? Wie manches hassen, wie manches lieben, wie manches vergessen. Wie kann man das vergessen? Naja, vielleicht, wenn man gar keinen Fernsehen guckt, keine Zeitung an, sich mit keinem unterhält. Hey! Feiern wir spazieren, eine Stunde mit Lola auf dem Feld. Gut. Ja. Es hat die Sonne so geschienen, wie so. Da sieht man, was für Chaos da auf der Stirn steht. Kinder eingepackt, sag mal. Weißt du noch? Ich weiß noch, wo der Fete mir den Laptop gemacht hat und zum Essen wir ihn eingeladen haben am nächsten Tag. Mhm. Alles war sauber, schien die Sonne rein und plötzlich habe ich gemerkt, wie die Scheiben eigentlich gar nicht perfekt waren, weil die Sonne dann wirklich knallhart alles verrät. So, ich muss gehen, Schatz. Ja. Mir ist voll heiß, es war sehr warm. Das ist voll cool, deine Videos, wo du so aufnimmst, wie du das aufräumst. Ja? Ja, ja, das ist voll... Und hier sieht man es auch, ne? Weil wenn ich es nicht sage, weiß man es gar nicht. Wie es so aussieht, du räumst dann auch, das sieht voll schön aus. Tschüss, Schatz, lieb dich. Hey. Jetzt sind wir Geschwister oder was? Mama, guck mal. So, Selin, probier mal, ob das lecker ist. Lecker. Lecker? Mhm. Super. Hi, kommt bei der Wut? Und der Kampf mit Daniel und Zähneputzen. Ich sehe fantastisch aus. Naja, egal. Meine Lieben, es ist soweit. Ich gehe jetzt schlafen. Ich muss sagen, mein Gesicht tut mir immer noch weh. Man merkt hier jetzt, weil manche gefragt haben, das letzte Gespräch, wo ich so aufgebraust war im Video, wo ich im Esszimmer ein Telefonat geführt hatte. Ich bin ziemlich unglücklich mit der Partie unter meinen Augen. Es schwillt immer wieder an, sobald ich Abschwelltabletten aufhöre zu nehmen. Wird das Ganze schlimmer und ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Tabletten einfach über längere Zeit nehmen. Somit setze ich sie immer wieder ab und dann kommen die Schwellungen wieder und ich habe dann Tränensäcke, die ich früher halt nie hatte. Und das macht natürlich einen sehr unvorteilhaft. Ja. Sonst würden sich viele, die sie haben, nicht entfernen lassen. Und ich hatte keine und habe sie mir gemacht. Yeah! Machen lassen. Man sieht, wenn ich die Augen zukneife, sieht das Ganze furchtbar aus. Naja, egal. Es baut sich alles mit der Zeit ab. Und c'est la vie. Wenn man experimentiert, dann geht auch mal ein Experiment daneben. Und somit wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen.